Ich bin jetzt bei der Nachbarschaftswache. Oh, cool. Du auch? Ja, man hat gemeldet, dass Aliens unterwegs sind. Man soll also wachsam sein. Aliens? So ein Quatsch. Lars! Ach, denn sowas wie Aliens gibt es nicht. Lars! Du hast mich schon richtig verstanden. Lars! 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 Herrgott, was ist denn? Du wirst mich vergewaltigen. Du hast jemanden vergewaltigt. Du bist ein Maulwurf, den du schleuderst. Du willst einen Hotdog. Ein Alien steht hinter mir. Dinge, die Sie tun sollten, wenn Sie ein Alien im Haus haben. Punkt 1. Verriegeln Sie die Türen. Wieso klebst du Schokoriegel an die Tür? Weißt du, das ist wie bei Knoblauch und Vampiren. Oh. Punkt 2. Bewahren Sie Ruhe. Bewahren Sie Ruhe. Oh. Ach so. Ruhe. Ich dachte, er hätte rufen gesagt. Ja, und ich dachte, panisches Schreien vertreibt Aliens. Punkt 3. Putzen Sie sich die Zähne. Aliens werden von Gestank angelockt. Punkt 4. Versuchen Sie, das Alien mit pikantem Käse in eine Falle zu locken. Punkt 5. Hauen Sie bei Gelegenheit einfach drauf. War das überhaupt ein Alien? Keine Ahnung, es ging alles so schnell. Punkt. Ach, okay. Wisst ihr was? Lasst einfach die Profis ran. Sehen wir nach, was das war. Wow. Oh, Scheiße! Oh. Oh. Niemand fasst den Ball an, solange wir nicht wissen, was das ist. Das war echt schlimm für die Kuh, aber das Ding ist total abgefahren. War das nicht gerade voll die Schleichwerbung für den neuen Ben Stiller Film? Nee, das glaube ich nicht. Das will ich auch hoffen, weil normalerweise kriegt man ziemlich viel Kohle dafür. Du, Dan, ich habe gerade voll Bock auf den neuen Ben Stiller Film. Ich auch. Ich lade dich ein. Echt verrückt, dass du Independence Day nicht kennst. Der Film ist der Kracher. Gut, vielleicht ein bisschen rassistisch. Aber die Effekte sind geil. Weiße Haus. Oh.